Willkommen, liebe Leute, im Vergnügungsviertel hier Tropico Island, Tropico 6, zusammen ja, mit mir, ne, Fett Präsidente. Christian, guten Abend, danke fürs Reinschalten, moin moin. Ja, hier haben wir schöne Hotels, hier haben wir Motels, hier haben wir jetzt was für die Bespaßung, kein Dresscode, keine Touris, Nachtclub. Wir müssen halt gucken, wie und wo wir einen neuen Wohnraum ansiedeln. Ich denke, es macht wahrscheinlich Sinn. Also wir werden hier noch mehr Spaßindustrie natürlich in diesem Bereich ausbauen. Hier haben wir aber nachher die große Verschmutzung, dass man jetzt entweder sagt, komm, hier in der Mitte von allem machen wir nochmal ein kleines Wohngebiet, um da mal so ein paar Leute anzusiedeln, die dann hier wohnen können in dieser Region. Wir können ja mal gucken, wie es angenommen wird, oder? Oh, guck mal, unser Geld. Das ist kritisch langsam. Ich mach mal Wohnen erstmal. Apartments. Ich will, glaube ich. Ich würde erst eine Straße hier noch bauen wollen. Bauen. Straßen. Ja, oh, wir gehen echt pleite. Wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt hier. Also was bauen wir denn hier? Eine Absteige für die ganzen und Apartmenthäuser, oder? Absteige und Apartmenthäuser. Erstmal so. Nee, nicht nerven jetzt. Keine Zeit. Die brauchen ja aber was zum Einkaufen, ne? Ich glaube, was zum Einkaufen ist auf jeden Fall wichtig. Wo war das denn? Ein kleiner Laden, genau. Das ist in Reichweite. So, dann entstehen hier jetzt ein paar Wohnhäuser. Personal ist eigentlich voll. Das ist so ein bisschen ein Problem, dass ich so viele langfristige Handelsgeschichten genommen habe, oder was? Ananas ist bald durch, der Vertrag. Baumwolle dauert noch Jahrtausende gefühlt, Zigarren dauert noch. Meeresfrüchte dauert noch rum, dauert auch noch Jahrtausende. Nicht so cool irgendwie. Jetzt sollte ich den Yachtbau mal stoppen. Jetzt kann das sein, dass das Hammer viel Geld reingeht, weil das super viele Ressourcen sind. Aber es soll ja so toll sein, dachte ich, dass richtig gut was bringt. Unterstützung ist auch arg gesunken, weil ich aktuell noch nicht in die Gesundheitsindustrie investieren kann. Was machen wir denn da? Kriegen wir langsam Panik hier, dass wir finanziell läuft gerade nicht so. Konserven und Heilmitteldosen sind hier auf jeden Fall immer ganz gut am Start. Und hier am Flughafen. Kokosnuss, Kohle, Heilmittel, auch Heilmitteldosen ohne Ende. Können wir die nicht irgendwie verkaufen? Guckt uns das keiner mehr ab. Was ist denn da los? Lass mal gucken. Bananen. Perlen. Kleine Mengen nehmen. Aber Konserven sind auch drin und die hatten wir auf jeden Fall übrig. Die würden wir direkt erfüllen, glaube ich, ne? Das waren nur 8%, aber direkt erfüllbar. Lass mal machen. Wir müssen uns echt wieder ein bisschen mehr drauf achten. Sonst müssen wir unser Schweizer Bankkonto plündern, das wäre ja aber auch ätzend.
Wir wieder Nickel bekommen, um Waffen herzustellen. Waffen ist ja auch ein ziemlich hohes, also ein hohes, hochpreisiger Verkaufsgut. Ja, wir haben noch einen ganz guten Stromüberschuss. Aber auch nicht mehr so viel. Erhöht die Energieproduktion, erhöht die Gebäudeeffizienz um 20, erhöht aber auch den Unterhalt um 75. Das ist schlecht. Das steht nicht ganz im Verhältnis. Ja, ey, Präsident läuft in den Ruin gerade hier rein. Weiß gar nicht, bisher lief das doch so gut. Was soll das? Hier ist gerade alles abgeholt worden. Also da haben wir gerade die Kohle gekriegt. Und hier haben wir doch so viel gemacht. Also Uran bauen wir hier ab und noch mehr Uran und Gold und Aluminium und nochmal Gold. Und schon 96 Reiche. Ein, das ist summiert, ne? Guck mal, es sind aber echt deutlich weniger. Also da haben wir zwischendurch echt noch richtig fette Verkäufe wohl immer gehabt, durch diese großen Ausschlagsbalken da. Und mittlerweile dümpelt das jetzt seit einigen Monaten sehr weit unten und unsere Ausgaben sind immer hier so bei, ich sag mal so, 35, sieht man das hier irgendwo? 30.000. Ja. Hier haben wir alle Bergwerke beansprucht. Hier hätten wir noch mal Nickel. Hier ist noch zweimal Gold. Und auch Ölplattform, das müssen wir ja auch noch mal machen, ne? Eine Fischfarm. Produziert Fisch oder Meeresfrüchte. Wir setzen uns alles darauf, dass wir ganz, ganz viel Gold hier kriegen. Und durch die neuen Häuser hier. Das Ding ist nur halt, umso mehr Häuser wir jetzt hier hinbauen, umso größer haben wir wieder das Problem, dass die nicht gut versorgt sind hier, ne? Das ist jetzt erstmal nur eine kleine Notgeschichte, dass hier zumindest ein paar Leute leben. Über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Schauen Sie ab. So fliegen die noch nicht. Greifen wir an. Leute hier durch die Gegend.
Nächster Trupp, ne? Was? Das sind aber unsere, ne? Da habe ich kurz mal einen Schock gekriegt. Das fahren ja, ich dachte schon, hier fahren jetzt irgendwelche Panzer durch die Gegend. Dann wird es ja nicht mehr so spaßig. So, es brennt schon wieder. Kann einer löschen? Alter, ist ja auch was los in der Stadt. Aber wir sind auch gleich pleite tatsächlich, ne? Frachter brachte nochmal 41,5. Der 14. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen. Ja, danke. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Ja, die Gesundheitsversorgung, die werden wir also mit unserer aktuellen Finanzlage nicht pushen können. Ne? Ich habe hier auch echt Nachschubprobleme. Guck es an, hier fehlt uns Fell, hier fehlt uns auch Fell. Ja, 25% weniger. Haben wir hier auch. Luftspray wird auch genutzt. Ich glaube, jetzt sind wir am Stromende angekommen, ne? Und die beiden, ja. Ja, ich weiß nicht, was haben wir denn beim letzten Mal nur so hoch gepusht? Ich verstehe es nicht, warum wir so... jetzt so in Schieflage geraten sind. Wir hatten noch vorne kurz eine 500.000, jetzt haben wir nur 39.000. Wir gehen auf eine Pleite. Und das nur wegen den Touris, glaube ich. Wegen unserem Touri-Viertel hier. Das Ja, guck mal, also in der Mietskaserne, da sind gleich ordentlich ein paar Leute eingezogen. Und in die Absteige auch. Ja, das war gerade nochmal schön. Flugzeug und Frachter gleichzeitig, das brachte 80.000 in die Kasse wieder rein. Hier sind sie jetzt am Bauen, gleich fertig. Oh, der hat keine Straße. Woran erkenne ich, dass mein Nachbar ein Spion ist? Der Palast antwortet, kein Risiko eingehen. Alle ausspionieren. Hier würde ich nochmal eine Abkürzungsstraße bauen, denke ich. Bucht natürlich jetzt ein bisschen nicht mehr so schön, aber egal. So, was können wir noch bauen, wo wir irgendwie irgendwas Geld mit verdienen? Also vielleicht können wir hier noch ein bisschen Holzfällerindustrie machen, ne? Na guck mal, hier so mitten rein nochmal so ein Holzfäller. Das kann nicht schaden, ne? Und Kokosnuss wäre hier auch tatsächlich gut. Brauchen oder wir müssen noch mehr auf rum gehen oder so, aber irgendwie müssen wir mehr Geld kriegen.
mit euren Hütten. Aber glaube ich, also die Bergwerkgeschichte wird uns ein bisschen wieder. Präsident, lieben Sie es nicht den Ja, mach doch einfach. So. Nächste Ankunft in 4 Monaten, kommen erst die nächsten Touris. Die hoffentlich ein bisschen Geld reinbringen. Stromnetz wird knapp. Oh, wir haben das hier schon auf volles Budget. Die sind nicht günstig, ne? Kohle, Baumstämme, Ananas, Kaffee, Mais, Gold, Zucker, Wolle. Die würden sich dann Strom wünschen. Das kriegen sie dann, sobald das neue fertig ist. Energieknappheit im Netzwerk 1. Wieso funktioniert das mit dem Handel denn auch nicht? Mit den Konserven hätte doch eigentlich auch schon erst nur einmal bisher gewesen tatsächlich. Planken, Gummi, Stahl, alles da. Es fehlt nur ein bisschen an Perlen. Du was? Gibt eine Anlegestelle hier. Von den ganzen. Wenn meine Füße. Verzeihung. Guten Abend, ab heute bin ich wieder mit am Start. Das internationale Zeltlager für 400 Kinder ist mein Respekt. Danke fürs Reinschalten natürlich, moin moin. Das war spannend. Man, wir haben noch so viel hier, ne? Hier ist überhaupt gar keiner im Casino. Auch mal 2 Häuser. Hartmann-Haus wird hier auch gar nicht angenommen. Hier müssen die gut situierten wohnen. Da Arme und hier auch mindestens Arme. Also hier sind auch fast nur Arme wohl. Das sind wahrscheinlich die ganzen Arbeiter, die dann eben hier auch überall arbeiten. Aber wenig Paare eingezogen. Baut. Ja, wie komme ich an mehr Geld ran? Was ist das noch? Der botanische Garten hier oben.
Ich finde, die sollten das Verbesserungssymbol am besten nicht anzeigen, wenn man irgendwie nichts verbessern kann. Das wird es manchmal einfacher machen. Weil theoretisch weiß ich nicht, was man alles noch upgraden können sollte oder nicht. So, wir haben einen Handel beendet. Das war der Kleine mit den Geschichten. Gummis mit 28%, 32 Gummi ist besser. 3600. Nickel mit 58% und Zucker mit 56% sind natürlich schon interessante Geschichten. Leider kann ich nur Kleinstmengen erstmal annehmen. Wohl langfristig gesehen kommen wir auch das näher. Wir machen das. Kontakt! Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Importhandelsroute mit Osborg erfüllende Importhandelsroute. Müssen wir irgendwann mal ein bisschen was Billiges importieren, aber es wird ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Ja. Der Touristenindex geht zumindest noch hoch. Das ist auch wichtig. Umso mehr Touristen da sind, umso mehr machen wir da an Geld, ne? Über Einnahmen und Ausgaben jetzt über die letzten 12 Jahre hält sich jetzt fast die Waage. Das ist schon mal gut. Aber irgendwie muss ich noch überlegen, wir brauchen also jetzt, ne? Durch diesen Bereich haben wir auf jeden Fall wieder, kommen wir da ein bisschen besser rein. Sie sehen heute umwerfend aus, Präsidente. Haben Sie etwas mit Ihrem Haar gemacht? Ach, nervt doch nicht. Immer diese Aufgaben. Wir müssen irgendwas mit Gesundheit machen. Das wird uns wieder ein bisschen Geld kosten. Aber guck mal, die sind alle nur rot und relativ schlecht tatsächlich, ne? Die Anzahl an Besucherplätze pro Arbeiter um 2. Schon mal gut, also sind dann 4 Plätze mehr. Das sollte die Gesundheitsversorgung schon mal ein bisschen pushen. Nee, das ist wieso Freiheitszufriedenheit? Wieso ist die denn so gesunken? Wegen der Korruption oder was? Klinik. Na, guck mal, das ist schon mal gut. Achso, und da haben wir auch das Budget erhöht, ne? Deswegen ist das eine 85er Servicequalität. Da müssen wir gleich mal gucken. Damit wird es schon mal ein bisschen steigen, aber ich denke, dass wir trotzdem noch irgendwas bauen können, nicht mehr bauen. Ein Krankenhaus würde ich aber schon haben wollen, eins. Kann ich aber nicht. So, Pandemie ist beendet. Was können wir tun, liebe Leute? Ich brauche Hilfe. Konnten wir nicht an die um finanzielle Unterstützung bitten? Also einmal plus minus null, dann können wir vielleicht gerade so das Krankenhaus bauen.
Erstmal auf Stopp machen, sonst ist das Geld gleich wieder weg. Krankenhaus irgendwo hier, wo viele Leute wohnen, ne? Gesundheitsversorgung, das ist auch nicht, was von heute auf morgen dann geht, aber es geht langsam, die Leute. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir haben ein bisschen Scheiße, wir leben noch über unsere Verhältnisse. Aktuell müssen wir schauen, dass wir mehr Geldquellen anzapfen, uns wirtschaftlich besser aufstellen, mehr exportieren oder was auch immer. Oder irgendwo halt noch Kosten einstampfen. Ich weiß noch nicht genau wie. Tipps und Tricks gerne in die Kommentare. Wir werden sehen, ob es klappt in den nächsten Folgen. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.